Ausnahmezustand in Untermühlhausen. Der große Faschingsumzug ist angesagt, heuer bereits zum 16. Mal. Ein buntes Spektakel mit viel Abwechslung für die ganze Familie. Die meisten der etwa 4000 Besucher zeigten selber teils aufwendige Verkleidungen. Jetzt schnell noch ein Selfie, dann kam er, der Gaudiwurm, mit knapp 40 Wagen und Fußgruppen. Die Samba-Gruppe Batuk aus Weil trommelte den Weg frei. Kein Bock auf Terror und den Streit um Geld. Dieser Spruch der Landjugend aus Huttenwang war das Motto für die allermeisten Teilnehmer. Der Spaß am Leben und die Freude am Feiern, darauf kommt's an. Die Landjugend Weil macht's vor. Die Bauwagenfreunde aus Geretshausen feierten mit dem König der Löwen. Die Friedenssucher aus Hattenhofen. Sie hatten sich ein eigenes Space Shuttle gebaut. Aus Winkel und gar nicht leise, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Die Singolder Faschingskaoten aus Schwabmünchen hatten ihren Spaß mit Western und Rock'n'Roll. Aus Untermeitingen kam die Showtanzgruppe marschiert. Zurück in die Steinzeit. Die Bauwagenfreunde aus Überacker zeigten, dass auch die Neandertaler gerne feierten. Und dann ein paar tausend Jahre später kamen die Wikinger vom Bauwagen Reifersbrunn. Auch die Faschingsfreunde aus Mering ließen sich die Freude am Feiern nicht nehmen. Genauso wenig wie die Bananen vom Burschenverein Hattenhofen und die Faschingsfreunde Mantahinga aus Schwabmünchen. Pausenlos unterwegs der erste Vorstand von Untermühlhausen, Stefan Draxl. Die Faschingswagen-Crew aus Olching in super Partystimmung. Das Kamel kam natürlich nicht aus der Wüste, sondern aus Egling vom KLJB, komplett mit Aladins Wunderlampe. Auf Wunsch gibt's auch blaue Haare. Von PS-starken Traktoren gezogen, ein Mammut aus Scheuring, aber ein ganz braves. Der Faschingshaufen aus Burtenbach, Jäger und Holzfäller, besonders weit angereist. Unter dem Motto Dracula, die Märchinger Jugend mit einem 19 Meter langen Faschingswagen. Hoch die Hände, Wochenende, das war das Motto des Burschenvereins Jesenwang. Die Lokomotive Emma und Jim Knopf, präsentiert vom Faschingskomitee aus Schmiechen. Der Eiertanz um den Eierskandal, nicht ganz so ernst interpretiert vom katholischen Burschenverein Mammendorf. Und natürlich kaum zu vermeiden, der Volkswagen und seine Abgase. Auch dabei wird ja sehr viel vernebelt. Der Burschenverein Oberschweinbach befasste sich mit Griechenland. Vielleicht ein Thema mit Fortsetzung im nächsten Jahr.